So, hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Eine neue Aufnahmesession für mich. Und ich habe alles vergessen, während da hinten das Tor wieder runterfährt. Aber ich glaube, wir sind auf der Suche nach Liara Tessoni, unserem letzten Gruppenmitglied. Und deswegen fahre ich hier jetzt einfach mal weiter mit unserem Flummi. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, eine Woche Pause gehabt. Gleich mal Ärger mit dem Jeff. Ja, die bringen ganz gut Erfahrung. 72. Fahren wir mal ein bisschen näher hin. Da hinten ist noch einer. Aber wenn nicht, dass ich die da hinten erwische. Ich fahre jetzt einfach mal hier weiter. Ganz schön Schilde, meine Güte. Okay. Schon mal geschafft. Oh, da sind böse Buben. Oh, das war knapp. Ja, einer von diesen. Oh, das ist ein Koloss. Das ist kein Kampfläufer mehr. Das ist schon was Größeres. Mal der den seine Schüsse beschädigen meine Schilde von dem Mako. Boah, der hält aber auch was aus. Der hat sogar mehr IP als die anderen. Oh! Nein! Oh nein! Okay. Oh, jetzt fahren wir hier mal in den Tunnel rein, mal gucken, was uns erwartet. Und welche Schwierigkeiten sich Dr. Tessoni hier begeben hat. Da hinten ist schon wieder einer auf dem Radar angezeigt. Also wenn sie das wirklich in Mass Effect Andromeda hinbekommen, dieses Feeling auf dem Planeten noch besser hinbekommen, ich denke mal, das ist auf jeden Fall möglich sein dürfte, da sie ja offenkundig schon erzählt haben, dass auf dem Planeten oder es zumindest auch gezeigt haben, Tag- und Nachtwechsel geben wird und man mit dem Mako über die Planeten düsen darf. Also ich bin schon echt gespannt, solange der Mako nicht wieder wie so ein Flummi herum hops, sondern wirklich normale Fahrphysik auch hat, dürfte das cool werden. Da hinten sind wieder Feinde. Meine Schilde sind wieder oben. Wir haben kaum Schaden genommen. Alles super. Oh, das war knapp. Gar nicht kommen sehen, das Ding. Wow. Hui, ah! Okay, jetzt ist der die Sensoren blockiert. Muss mal kurz gucken, wie ich hier fahre. Ich glaube, ich bin schon vorbei, oder? Ach so, hier geht's weiter. Oh shit. Habe ich nicht einen mit einem Sensor? Wir haben ganz. Oh, Kampfsensor, da haben wir doch.
was dagegen und ganz schön viele neue Upgrades bekommen von den Schießereien mit den Geth. Giftsiegel, chemisch, ja, alles nehmen. Ich guck mal kurz, Waffen haben wir keine neue, aber ich müsste doch, was habe ich denn hier drin, Kühlkörper. Ich werde mal den Kampfsensor 2 einbauen. Mal die Schrotflinte noch updaten, wenn ich hier schon dabei bin. Großkaliberlauf, mehr Schaden, weniger Feuerrate, weniger Hitzeabsorption. Verbessertes Visier brauche ich eigentlich nicht. So, und bei der Knarre, da könnte ich auch mal ein bisschen was. Rollt größere Geschosse ab und zieht so mehr Schaden. Allerdings wird die Feuerrate reduziert und die Waffe überhitzt schneller. Haben wir denn hier noch irgendwie was? Chemisch. Habe ich dreimal Phasenmunition, Schildumgehung minus 30% Schaden. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht mit dem Schild umgehen. Das mache ich mal hier rein. Und hier habe ich das Visier schon drauf. Okay. Granatenupgrade ist auch okay. Hier haben wir nichts Neues. Wir haben schon eine richtig geile Rüstung. Aber ich guck mal bei Ashley. Ashley hat auch eine Rüstung. Ashley werde ich die Schrotflinte mal noch upgraden. Sie hat auf jeden Fall. Was hat sie denn hier drin? Radioaktivität. Ja, warum nicht? Panzerbrechend. Das werden wir mal einbauen. Und bei der Shotgun werde ich auch ein bisschen was reintun. Machen wir mal hier den Sensor rein und hier. Schaden gegen organische Ziele. So. So, mit der Pistole will ich sie eigentlich nicht ausrüsten. Garrus werde ich mal noch aufs Sturmgewehr ausrüsten. Hier, der kann man das Ding noch nehmen und dann rüsten wir immer aus Großkaliberlauf. Mehr Schaden. Wie ist denn bei dem Ding die der Hitzeverlauf? 37,5 Schüsse bis zur Hitzelimit. Das verbesserte Kampfsensor einbauen. So, und das Scharfschützengewehr will ich ihn natürlich ausbauen. Hier, das können wir mal rausnehmen. Dafür gehen wir immer die. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Großkaliberlauf gebe ich ihm mal. Und dann hat er hier Radioaktivität, Abkühlungsreduzierung, Schildumgehung, Panzerbrechen, genau hier. Zack. Kriegt er auch rein. Universal-Werkzeug lasse ich mal. Und die Turianer-Rüstung, da hat er nichts. Okay, hier kann man nicht weitermachen. Dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Ich werde mal hier nochmal speichern. Sicher ist sicher, sage ich immer. So, ich guck mal, Ashley bleibt auf dem Sturmgewehr, ich gehe auch auf Sturmgewehr und Garrus geht auf Scharfschützengewehr. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Das sieht sehr nach Kampf aus. Ja, da kommen sie schon. Oh fuck, der hat eine Rakete! Garrus. Mach mal Overkill und Garrus muss auf jeden Fall mal Sabotage machen auf die Säcke. Sauber. Schön gemacht. So, Garrus, geh mal hier hin, damit du ein besseres Sichtfeld hast. Ashley, du gehst hier hin und ich geh mal nach vorne und geh mal mit der Shotgun voran. Ich mal den Schildboost anmachen. Sauber. Gibt es noch
Leuchtturm. Da oben liegt ja noch was, oder? Was ist das hier? Das ist nur ein leuchtender Stein. Okay, das bleibt auf dem Scharfschützengewehr. Ich habe eigentlich ganz gut Schilde. Müssen wir mal gucken hier. Ich weiß, dass es eine richtig miese Stelle war hier. Da ist ein Scharfschütze oben. Versuchen wir den mal zu schnappen. Hab ich ihn erwischt? Ich weiß nicht. Nein, Garrus ist tot! Oh shit! Was? Er lebt doch! Ich schiebe ihn mal dahin. Oh! John. Nein! Jetzt hat er gerade den Schritt noch zur Seite gemacht. Jetzt habe ich ihn. Okay. Aber da ist irgendwo noch einer. Da unten steht er. Oh Scheiße, da ist ja noch einer. Da habe ich gar nicht gesehen. Versuch mal mit einer Granate, wenn ich die da unten... Komm, geh mal dahin. Der steht hier irgendwo, da hinten steht er. Schieße mal weiter, ich gehe mal hoch. Da ist es wieder da. Ich gehe da jetzt einfach hoch und mach den alle den Drecksack. Okay, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl dabei. Wo sind die anderen denn? Ach, da sind sie beide. Ich kenne die Stelle schon. Kann ich nochmal speichern? Ich kenne die Stelle. Ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt, deswegen kenne ich die Sachen ja hin und wieder noch, wenn ich jetzt mal so wieder vorbeilaufe. Aber ich glaube, die Stelle war ziemlich ätzend. Oh nein. Okay, gehen wir mal gucken. Granaten habe ich noch. Ich habe gleich wieder mein Minigi ready. Das wird echt ätzend, glaube ich. Mal gucken, wo ich mich jetzt gleich hinstelle.
genau deswegen war es ätzend, der blöde Geth Koloss, der war richtig ätzend. Oh Scheiße! Und die haben auch noch Scharfschützen ohne Ende. Ein Esche wieder hinten hin. Schon alles raus? Nein, nein. Garrus, geh aufs Dings. Garrus! Geh dahin, verfluchte Scheiße! Verfluchte Scheiße, oh nein, er ist schon wieder tot. Garrus, geh aufs Scharfschützengewehr, komm! Boah, fuck! Alles knapp! Ich hab noch ein paar Granaten. Okay, den haben wir ein Ziel, das gesprengt. Das, was ich so ätzend finde bei den. Ja, das dann geht auch mal rüber. Grüße mal nächstes Mal aus. Hat der irgendwas ready? Nein. Aber ich kann mal hier. Yes, man! So, Medigil. Das war schon ein wenig schwierig, aber gucken wir mal, ob hier noch irgendwas liegt. Hätte wahrscheinlich auch hier hinten irgendwie hingehen können, oder? Ja, von der Seite hätte man ihn eventuell auch erledigen können. Hm. Obwohl das nicht so wirklich aussieht, als wäre man da durchgekommen. Aber egal. Da oben, ach, da oben wäre noch eine gute Stellung gewesen. Ah, schön die. Scheint sonst auch nichts zu sein. Haben wir irgendwas bekommen? Ja, wir haben was bekommen. Wir sind Level up. Chemisch 2, radioaktiv, Großkaliberlauf, verbessertes Visier und Rückstoßdämpfer 3. Jetzt kann ich das eigentlich wieder. Obwohl, das lasse ich mal drin. Panzerbrechend ist super. Panzerbrechend 3. Bei der Shotgun habe ich da was drin, Hitzeabsorption, damit ich länger schießen kann und Schaden gegen organische Ziele. Hier können wir noch was reinmachen, Rückstoß, Waffenstabilität, oh, das werde ich mal mit meinem Scharfschützengewehr machen. 7% maximal Schaden, Feuerrate, das mache ich jetzt einfach mal in die Pistole rein. Das habe ich im Scharfschützengewehr drin. 5% maximale Präzision. Wenn man die Waffenstabilität hier rein checken.
Ashley hat Reiser. So, Garrus können wir noch was verpassen. Reiser gegen organische Ziele. Chemisch. Na, ist vielleicht gar nicht so gut, wenn er die Chance hat, die Schilde zu umgehen. Na gut. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich gleich mal einen Cut. Ich werde jetzt aber erst einmal noch die Pünktchen verteilen. Spectre-Training werde ich, glaube ich, mal anfangen. Präzisionsgewehr können wir hier upgraden. Adrenalinschub. Für den wir sofort wieder eingesetzt werden können. Das ist doch nicht ganz nett. Nehme ich doch mal mit. Setz Abkühlungszeiten für alle Fertigkeiten zurück, die dann sofort wieder eingesetzt werden können. Bei Ashley. Erweiterter Schildboost. Und dann werde ich immer hier Fitness noch geben. Mehr Gesundheit, die stirbt mir immer zu schnell weg irgendwie. Hey, die KI ist halt im ersten Teil noch relativ schlampig. Die Chiffrieren kann man immer gebrauchen, aber ich werde, glaube ich, das Präzisionsgewehr, Schadenschutz, trojanische Angriff, verbesserte Präzision und ich mache mal hier noch eine taktische Panzerung rein. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns in Folge 23 an, was da denn in dem Tunnel ist. Wir haben hier erst einmal die Verteidigung der Geth ausgeschaltet und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.